Okay, Leute. Verdammt. Okay. Es geht weiter mit Kingdom Hearts. Donut. Nein. Chain of Memories meine ich. Und es geht weiter mit der Rico Story. Da war ich Stufe 60. 10 Stunden habe ich gebraucht. Hm, okay. Sehen uns mal die Story an. Oh. Oh, was geht ab? Wo bin ich? Schlafe, mein Kind. Schlafe. Wer ist da? Ah, wer sagt das? Schlafe. Hier, zwischen Licht und Schatten. Zwischen was? Der König. Wo ist er? Gemeinsam haben wir die Tür zur Finsternis geschlossen. Und dann? Und dann? Mist, wieso erinnere ich mich nicht daran? Dein König ist weit weg. Schlafe und überlasse ihm allein den Krieg mit der Finsternis. Das dornige Licht des Erwachens sorgt in deinem Zustand nur noch für mehr... Hier noch mehr Pein. Wende dich vom Licht ab. Schließe die Augen. Du redest mit mir, als wäre ich eine Art Dämon aus der Finsternis. Willst du die Wahrheit wissen? Mhm. Hier, unter dem Mantel der Finsternis, bedeutet Schlaf Sicherheit. Schlaf ist ewig. Außer wenn die Mama reinkommt und sagt, mein Sohn, wach mal auf. Ist das eine Karte? Yu-Gi-Oh? Nein. Es ist eine Tür zur Wahrheit. Nimm sie, dann endet dein Schlaf. Nimm sie und geh einen ersten Schritt auf die Wahrheit zu. Aber du musst wissen, Wahrheit bedeutet Schmerz. Wirst du trotzdem gehen? Es gibt kein Zurück mehr in die sorglose Sicherheit des Schlafs. Schlafen oder weitergehen? Ich bin für weitergehen. Ah ja, das hier ist sowieso ein langweiliger Ort, um ein Nickerchen zu machen. Da sieht's gelassen. Das hast du schön gesagt, Riku. Hm. Und wo wacht er auf? Richtig, hier im Schloss. Eine Tür zur Wahrheit also. Hallo Bastian. Das hier das Schloss von Malefiz. Wie bin ich denn hier gelandet? Jemand muss mich hergebracht haben, während ich schlief. Aber wer? Was du hier siehst, ist nicht real. Es ist die Welt deiner Erinnerung. Meine Erinnerungen? Erinnerung an deine Zeit hier in Malefiz Schloss. Diese Erinnerungen sind zu einer Karte geworden. Und diese Karte hat diese Welt erschaffen. Was du hier siehst, hast du alles schon mal gesehen, nicht wahr? Ja. Auch jeden Stein hier. Und jetzt? Soll ich etwa etwas lernen, solange ich hier bin? Vielleicht sogar jemanden begegnen, den ich kenne? Normalerweise schon. Du würdest den Menschen aus deinen Erinnerungen begegnen. Normalerweise? Hey, ich hab dich was gefragt. Na schön. Aber hoffen wir mal, dass ich als nächstes dir begegne, Stimme. Ich bin es leid, mich mit Luft zu unterhalten. Warum nicht? Es sieht aus, als es Spaß macht. Schlüssel des Anbeginns. Also die Story von Riku. Die ist schon ein bisschen, also der Kampfmodus ist schwieriger. Und das Besondere hier ist, man hat schon ein Set vorbekommen, also... Riku ist nicht in der Lage, sein eigenes Kartenset zusammenzustellen. Er muss auf ein vorgefertigtes, geschlossenes Set zurückgreifen. Das Set, das Riku benutzt, wandelt sich auf einen Weg durch das Schloss. Also so sieht das Set jetzt gerade aus. Wir können nichts machen damit. Senkt erlittenen Schaden bei physischen Angriffen. Okay. Okay, so sieht das Set aus. Mit dem muss man ja rumkämpfen. Status hat nichts gelernt. Und Geschichte. Das kommt noch später. Viel, viel später. Und zur Weltenkarten. Ja, so, man muss eigentlich alles nochmal spielen, außer Winnie Pooh hier, glaube ich. Rom-Karten gibt es die hier. Verschnaufpause immer. Und sehen wir uns mal Rikus Kampfmodus an. Der macht auch irgendwie mehr Schaden. Also, mit Riku zu kämpfen, fand ich chilliger.
starke Initiative. Okay, hier seht ihr, dass man hier stufen kann. LP wie immer. Mehr Angriffskraft und mehr Sinistra-Punkte. Angriffskraft ist eigentlich wichtiger, Sinistra-Punkte sind wichtiger. Das ist ein bestimmter Modus, den man hier freischalten kann. Und ja, wie schon gesagt, alle Gegner kennen wir ja hier. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles hier erledigt habe und getötet habe. Bis gleich. Okay, ja, ich habe jetzt alles erledigt. Ah ja, jetzt mal zu den Besonderheiten dieses Teils. Also man spielt hier mit Rico, wie ihr bestimmt gemerkt habt. Und ja, die Karten wurden vorgegeben. Man kann keine Schätze hier benutzen, weil egal, ihr könnt keine Schätze finden, weil es sind meistens in den Schätzen ja Karten drin. Und wie hier stand, ist das Set ja vorgegeben. Also bringen wir keine Schatzkarten. Also gibt es keine Schatzkarten, keine Bonusraumkarten, eigentlich fast nichts. Nur man kann nur, warte, D-Bericht, ja das ist der D-Bericht, das noch später. Man kann nur sich die Angriffspunkte erhöhen, LP und Sinistra-Punkte. Sinistra-Punkte haben später einen Sinn, das werdet ihr noch erklärt bekommen, deswegen habe ich das auch gelevelt. Ich bin jetzt auf Stufe 9, ich dachte, dann bin ich auf 10, aber egal. Naja, jetzt geht's weiter mit der Story. Sinistra-Punkte werde ich, glaube ich, nachdem ich dieses Level geschafft habe, erklärt von einem bestimmten Kerl. Wie er schon sagte, genau so habe ich alles in Erinnerung, sogar dieses Zimmer. Es muss doch schön sein, wieder in deinem alten Schlafzimmer zu sein. Ich dachte, das war die Bibliothek, hier war doch Bell, oder nicht? Denk an all die Erinnerungen. Du schon wieder? Tut mir leid, aber auf diese Erinnerungen kann ich verzichten. Malewitz hat mir das Zimmer gegeben. Ja, das hat sie, und du hast hier gelebt. Verleitet von der Finsternis, die sie dir bot. Du hast dein Heim aufgegeben, deine Freunde, alles. Aber zumindest hat sie dir ein schönes Zimmer gegeben. Och, ich mag den Kerl, wie er ihn gerade so richtig verarscht. Aber so gesagt, stimmt sein, sei still. Wenn man es genau bedenkt, sagt er eigentlich die Wahrheit. Alles hat er aufgegeben, nur für ein schönes Zimmer. Aber wer will da kein schönes Zimmer haben, Leute, hä? Wer will da kein schönes Zimmer haben? Man muss ja nur seine Freunde, seine Familie, alles aufgeben. Das ist ja nichts Besonderes, man kann es ja alltäglich machen, man gibt einfach alles auf und dafür kriegt man ein schönes Zimmer. Ich hoffe, ihr hört meine Mama nicht, aber egal. Und ja, für ein schönes Zimmer hat Rico alles aufgegeben. Dummkopf, aber wenn er es mag, dann soll er es auch machen. Und es gibt keine Mogi-Punkte, man kann auch keine Karten kaufen. Das macht auch Sinn, wenn die Karten schon vorgegeben sind. Hier ist auch niemand. Nichts als herzlos in diesem Schloss. Es waren mal Herzlose drin. Ich habe die alle vernichtet. Stimme, ich weiß, dass du mich beobachtest, also erklär's mir. Wo sind die Menschen aus meiner Erinnerung? Sag's mir. Möchtest du sie denn wirklich sehen? Du hast ja alles aufgegeben für dein schönes Zimmer. Natürlich will ich das. Aber du hast sie verstoßen. Um die Welt außerhalb zu erreichen, bist du durch die Tür in die Finsternis gegangen. Alles hast du zurückgelassen, deine Freunde, dein Zuhause, alles. Und nur, um nach der Finsternis zu streben. Und für das Zimmer. Aber auch die Finsternis habe ich hinter mir gelassen. Und was hast du dafür bekommen? Was hast du dafür bekommen? Erst dein Zuhause, dann die Finsternis. Dein Herz weiß nur, wie man Dinge von sich weiß. Es ist leer wie dieses Zimmer. Wie deine Erinnerung, deshalb bist du auch allein im Schloss. In deinem Herzen herrscht nur Finsternis, der du dich nicht ganz erledigen könntest. Du bist verrückt, ich habe mich der Finsternis verwehrt. Ach wirklich? Wirklich? Das sehen wir, nachdem ich das erledigt habe, nach diesem Dungeon. Jetzt erklärt, warum er hier ist, genau gesagt. Die wahre Geschichte. Und jetzt kommt zum Boss. Und, ach ja, Angriffspunkte kann man nicht immer leveln. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl und danach sind die weg. Und da wartet die Hexe auf uns. Ich wusste, dass du zurückkehrst, Rico. Malewitz, du lebst? Du hast nicht aufgepasst, ich bin bloß ein Produkt deiner Erinnerungen. Produkt? Musstest ausgerechnet du mir begegnen?
Wer sonst? Dein Herz ist in Dunkelheit getopft. Du siehst nur Menschen, die in der Finsternis leben. Menschen wie mich. Nein. Sei dankbar, dass dir jemand Gesellschaft leistet. Dein Herz ist leer. Gäbe es nicht die Finsternis in deinem Herzen, wärst du jetzt ganz allein. Momentan eine verlockende Vorstellung. Ach, einst bist du nicht von meiner Seite gewichen und deinen Durst nach Finsternis zu stillen. Du möchtest mich hier haben. Wer sonst kann die Finsternis dir geben? Was hab ich wieder für Probleme vorzulesen, hallo? Nach der du dich sehnst. Also Malefiz hat ihn gestillt. Ach, es gab eine Zeit, da wollte ich dich um mich haben. Ich überließ mein Herz der Dunkelheit, aber das ist vorbei. Du und deine Finsternis habt mir nichts mehr zu bieten. Ich hatte mein wahres Ich aus den Augen verloren, Leere in mir einkehren lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn ich ja also nur auf Gestalten der Finsternis wie dich treffen soll, dann werde ich euch eine nach der anderen auslöschen. Dann vergiss nicht, dich schon mal hinten mit anzustellen. Denn du bist genau wie ich ein Wesen der Finsternis. Meinetwegen, ich habe mich der Finsternis zugewandt, weil mein Herz schwach war. Ich hasse Schwäche, ich komme mir vor wie mein eigener Feind. Und mit ansehen zu müssen, wie Menschen wie du der Finsternis huldigen, macht es noch schlimmer. Genug geredet, Malefiz. Du hast die Finsternis also genug, um sie zu bekämpfen? Wie verzweifelt du sein musst? Lass mich deine Pein lindern, Rico. Ein für alle Mal durch die wundersame Macht der Finsternis. Ja, jetzt muss er nochmal gegen diesen verfickten Drachen kämpfen. Aber diesmal hat er nicht so viel LP. Und das Besondere an ihm ist auch, dass er hoch springen kann. Und es bringt nichts, Kombos zu starten, weil er kann keine Kombos. Deswegen vergiss es einfach, diese Kombos zu machen. Hallo? Ich will irgendwie treffen. So, das ist einfach ganz simpel, der Kampf. Oh, er hat mich einmal getroffen. Zweimal, oh. Ganz hart hier. Dreimal, vier. Jetzt mal Eier lecken hier. So. Hallo? Deswegen ist das scheiße mit Rico hier, ein bisschen. Weil die Karten ja alle vorgegeben sind. Wenn ich jetzt Karten selber hätte, hätte ich nicht das Problem jetzt. Jetzt zerstöre das ganze Feuer mal, das nervt. Aber es gibt ja eine Besonderheit bei Rico, wie ich schon gesagt habe, die Sinnestra-Punkte. Die geben mir eine besondere Fähigkeit, aber das kommt noch dazu. Dazu kommt das noch. Diese Fähigkeit ist heftig. Okay. Ach so, deswegen ist es da. Verstehe. Hier sollte man es einsetzen. Ich verstehe. Okay. Speichern wir ab und wir sehen uns gleich wieder. Okay. Wir sehen uns mal an, wer uns hier erwartet. Warum meidest du die Finsternis? Hör doch auf damit. Ich weiß, dass du alles mit angehört hast. Was ich zu Malefiz gesagt habe. Finsternis ist deine Waffe. Finde dich damit ab. Was geht dich das an? Wehre dich nicht und erkenne die Finsternis an. Du musst. Wenn du mir wieder dienen willst. Jetzt kommt ein alter Zeitgenosse. Wahnsinn. Hab ich es mir so gedacht. Du bist ja gar nicht überrascht. Du warst immer schon schwatzhaft, wenn es um Finsternis geht. Lass mich raten. Du willst mich wieder in die Finsternis zerren und mich zu deiner Marionette machen. Cleveres Bürschchen. Du gibst ein gutes Instrument ab. Ergib dich mir wieder und... Du bist wahnsinnig. Es gibt kein Wieder. Hast du wirklich gedacht, du könntest mir was anhaben? Ein Schwächling wie du?
Du konntest noch nicht mal Matsura besiegen, obwohl du die Finsternis auf deiner Seite hattest. Wieso? Das Licht gewinnt immer, hä? Verzeih mir, dass ich so schwach bin. Was war das für ein Spruch von Riku? Du brauchst die Finsternis, unterwerfe dich der Finsternis und verbeuge dich vor mir. Das hättest du wohl gern. Kommt nicht in Frage. Nur die Finsternis kann dir jetzt noch helfen. Da irrst du dich. Eine Maus mit zwei dicken Ohren. Wer kann es wohl sein? Diese Stimme. Eure Majestät, seid ihr es? Natürlich, Riku, du bist nicht allein. You are not alone. Und was jetzt? Hör mir jetzt gut zu, Riku. Das Licht wird dich niemals aufgeben. Du wirst es immer finden, selbst in der tiefsten Finsternis. Aber du musst daran glauben. Das werde ich. Hörst du das? Heute unterliege ich nicht der Finsternis an. Glaubst du etwa, ein schwaches Licht kann dich von der Finsternis retten? Die ich befehle, na? Okay, jetzt kommt der Kampf. Ich hoffe, ich hab den. Der Wichser kann Kombos, das hasse ich am meisten an ihm. Ah, oh, Mickey. Leck mich. Warte, was konnte man mit Mickey wieder machen? Ich hab's vergessen. Ah ja, mit Mickey ist das einzige, die einzigen Kombos, die man machen kann, so gesagt. Und die Kartenzeit hat sich wieder verändert. Okay. Sehen wir uns das mal an. Okay, er verwirrt ihn nur. Lerne ich das gleich wohl von ihm? Ja, ich lerne das gleich von ihm. Das weiß ich noch. Okay, der Modus ist noch leicht. Er kann noch schwieriger werden. Oh, Stufe 10. Mehr Angriffskraft. Okay, 13. Gut, gut, gut. War das schon alles? Du scheinst der Finsternis widerstehen zu wollen. Na gut, sieh mit eigenen Augen. Was ist das? Diese Karten sind das Ergebnis deiner Erinnerung. Gehe durch die Welten, die sie erschaffen, dann wirst du es verstehen. Du kannst dem Licht nachjagen, aber du kannst nicht von der Finsternis weglaufen. Wer läuft weg? Gib mir die Karten. Ich werde diese Welten betreten und am Ende, sofern ich nicht aufgebe, werde ich sie. Irgendwie witzig, dass er keine Erklärung hat, wie man mit den Karten kämpft, aber er kann es einfach so. Er ist Riku, er kann es einfach mit Karten schon kämpfen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Ja, jetzt hat er das eine weg bei mir. Was hast du getan? Ich habe die Finsternis gestellt, die noch in deinem Herzen weilt. Du glaubst, ich würde mich noch auf die Finsternis verlassen? Das wird er noch. Ob du dich ihrer bedienst oder nicht, obliegt allein dir. Verschwindibus. Ich werde warten, Riku, bis du zur Vernunft gekommen bist und dich der Finsternis hingibst. Die Dunkelheit in Rikus Herzen wurde gestärkt. Er verfügt jetzt über den Sinister-Modus im Kampf. Seine Sinister-Punkte, SP, steigen an, wenn er Schaden erleidet oder gegnerische Karten sticht. Sobald die SP unter Rikus LP-Anzeige einen bestimmten Wert erreichen, verwandelt sich Riku und befindet sich im Sinister-Modus. Im Sinister-Modus kann Riku ausschließlich Spezialmanöver verwenden. Wenn einer seiner Karten gestochen wird oder er Schaden erleidet, sinkt seine SP. Und sobald seine SP bei 0 angekommen, verwandelt er sich wieder zurück. Riku kann seine maximalen SP bei jedem Stufenanstieg erhöhen. Je mehr SP, desto länger kann Riku im Sinister-Modus bleiben. Deswegen habe ich das erhöht. Weltenkarten erhalten. Okay. Und hier sind noch andere Mitglieder der Organisation. Kriege ich nicht mal Hallos von dir zu hören, Lexius? Der war immer schon so. Was ist hier los, Lexion? Ich verlange eine Erklärung. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, Wechsel. Es ist so bitterlich. Die Organisation war einst das Band, das uns verbindet. Und jetzt ist es voller Knoten. Kannst du es wagen? Lass es gut sein, Wechsel. Lass es gut sein. Der Muskelpotz hat geredet. Wechsel und sprich. Was hast du entdeckt? Besucher, ich habe zwei Augen im Keller des Schlosses gewahrgenommen.
Eine davon gehört dem Malefiz, aber wartet mal. Okay. Absurd, die Hexe ist verschwunden. Nein, die sieht man bei Kinemar 2 wieder. Sie kann ja aus freien Stücken aus dem Reich der Fesseln zurückkehren. Lass mich bitte ausreden. Die Aura gehört einem sehr überzeugenden Doppelgänger. Viel mehr kann ich leider nicht sagen, da die Malefiz-Kopie nicht mehr existiert. Dafür hat er andere Besucher gesorgt. Wer ist der? Ich weiß es nicht. Aber die Aura erinnert der unseren Vorgesetzten. Und zwar haargenau. Unsinn. Er stimmt aber wechseln. Und was sollen wir jetzt tun? Vorgesetzten, also Semnas. Also Rico hat die gleiche Aura wie Semnas. Oder meint er an... Ach so, die meinten Anselm. Wir sehen, wie sich alles entwickelt und warten den richtigen Augenblick ab. Oder meinten sie Rico, als sie mit den ähnlichen... Es würde möglich sein, wenn sie Anselm meint, dann ist es klar, warum das so ist. Aber wenn es Rico ist, dann Was ist wie ein seltsamer Geschmack? Was hast du denn gegessen? Was ist das? Es kommt mir so bekannt vor. Was ist das denn? Finsternis. Der Geschmack der Finsternis. Wie schmeckt das denn? Was ist mit mir geschehen? Die Finsternis trübt sogar meine Sinne. Sorge dich nicht, Rico. Miki! Eure Majestät! Was ist mit euch geschehen? Ihr seid ja ganz verschwommen. Ich kann nur einen Teil meiner Macht hierher schicken, aber ich habe eine Bitte an dich. Eine Bitte? Von eurer Majestät? Rico, gib dich nicht auf, bloß weil die Finsternis Macht über dich hat. Kämpfe gegen die Finsternis in dir. Es wird nicht einfach. Aber vergiss nicht, selbst in der dunkelsten Finsternis ist immer noch auch ein wenig Licht. Licht inmitten der Finsternis? Wir beide haben es gesehen. Das entfernte lockende Licht in der Tür zur Finsternis. Das Licht von Kingdom Hearts. Rico, es weist dir den Weg. Gib nicht auf. Glaub an das Licht. Nur darum bitte ich dich. Na gut, ich werde mein Bestes geben. Und ich werde einen Weg finden, dich zu erreichen. Ich werde kommen. Das verspreche ich dir. Flosse, hey? Ihr seid eine Illusion. Meine Hand greift durch euch durch. Ach, wirklich. Aber wir haben uns in unseren Herzen die Hand gereicht. Wir sind miteinander verbunden. We are connected. Ja, so sieht es aus, wie in Facebook. Facebook verbindet. Elften, oh, okay, Kellergeschoss. So, Sora war im Obergeschoss, also er ist im Keller. Okay. Agrabah, Monstro. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part.